der 10. Folge von Ein Stückchen Kirche treffe ich Matthias Vobbel. Er ist 57 Jahre alt und Gefängnisseelsorger. Warum er sich diesen Job ausgesucht hat und an einen Ort geht, wo freiwillig sonst keiner hin möchte, das werde ich ihn jetzt fragen. Hi, hallo. Bist du gut hergekommen? Ja, alles gut. Ja? Ja, pünktlich, kein Mit dem Stau, Auto, alles gut. Bisschen erkältet, alles gut. Bisschen erkältet, sonst alles gut, genau. Matthias, du bist Gefängnisseelsorger. Das heißt, du gehst an einen Ort, den Knast, wo sonst eigentlich keiner so richtig freiwillig hingeht. Warum hast du dir diesen Job ausgesucht? Weil ich im ersten Jahr, als ich Priester war, 97, ein kurzes Praktikum in Düsseldorf im Knast gemacht habe. Und das hat mich irgendwie total super nachhaltig beeindruckt und hat mich nie losgelassen. Ja. Und dann hat es lange, lange gebraucht und vor 2 Jahren kam dann der Anruf aus der Personalabteilung, ob ich mir doch noch vorstellen könne, in den Knast zu gehen, und habe es gemacht und bin seit der Zeit sicherlich, glaube ich, einer der glücklichsten Priester des Erzbistums und bin super happy mit dem Job. Cool. Ja, und die ganze Geschichte von Matthias Vobbel und seinem Weg zum Gefängnisseelsorger-Dasein hört ihr natürlich in unserer 10. Folge von Ein Stückchen Kirche.